Als die Würfel gefallen waren, haben sie eine Liste mit 1000 Häftlingen anfertigen müssen. Nach welchen Kriterien haben sie ausgewählt? Also es ging dann so weiter, dass eines Tages der Stange hat in Ost-Berlin dem Rechtsanwalt Vogel gesagt, jawohl, unsere Seite sei bereit, ein Angebot zu prüfen. Daraufhin hat nach einer gewissen Zeit Ost-Berlin dem Stange übermittelt über den Rechtsanwalt Vogel, also sie seien bereit, eine Liste von 1000 Häftlingen entgegenzunehmen, um die gegen wirtschaftliche Gegenleistung zu entlassen. So, das lag nur bei uns auf dem Tisch. Was machen? Einer musste ja aussuchen. Und dann bin ich in die Rechtsschutzstelle, so ein paar Tage, und habe denen gesagt, ich will alle 12.000 Akten sehen, wäre ich unvergessen. Und die haben nur große Augen gemacht. Aber was sollten sie tun? Da haben sie mir dann alle Akten vorgelegt und ich habe dann in wirklich mühsamen Tagen, Stunden und Tagen aus diesen 12.000 versucht, 1.000 herauszufiltern. Es gab schließlich kein Vorbild, sie konnten kein Kriteriumskatalog machen, an dem man sich festhält. Das sind ja Menschen, die da sind. Also man konnte ja nur annähernd sich überlegen, wie mache ich es. Und ich habe dann gesagt, das Alter, Höhe der Strafe, Strafgrund und wie geht es gesundheitlich, Familie und so. Das waren so Kriterien, die man anlegen konnte, um zu beurteilen, wer einbezogen wird. Man wusste ja gar nicht zu der Zeit überhaupt nicht, was da tatsächlich passiert. Naja, also dann hatte ich eine Liste mit 1000 fertig, habe die an Barzel gezeichnet, er saß in Ordnung, geben Sie die rüber. Dann haben wir die rübergegeben und nach Ost-Berlin und bin kurz, kam dann die Nachricht aus Ost-Berlin. Ja, Sie schätzen, dass wir uns darauf eingelassen haben, aber 1000 seien viel zu viel. Das müsste Ob wir uns auch auf 500 einlassen. Na gut, wir konnten schlicht nicht Nein sagen, warum, wenn 1000 wäre. Also habe ich die Liste von 1000 auf 500 zusammengestrichen. Und um es kurz zu machen, aus den 500 wurden 100, aus den 100 wurden 50 und es begann schließlich mit 8. 8 Häftlinge blieben übrig. War eine ganz, ganz schreckliche Zeit für mich, diese auszusuchen, denn alle Bemühungen, so gerecht wie möglich zu sein, scheitern im Grunde an der Fülle der Kriterien, an die man denken musste. Was waren das denn für Menschen, diese 8 Ersten, die freigekauft werden? Es war sehr unterschiedlich. Es waren meiner Erinnerung nach zwei, die wegen ihrer Tätigkeit für die Christlich-Demokratische Union, waren. Zwei für die Anhänger der Gewerkschaftsbewegung. Mehrere, die von sowjetischen Tribunalen pauschal zu 25 oder einer zum Tode. Und nun ein Querschnitt, wenn ich mal so sagen. Der erste, der kam, unvergessen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber ich habe ihn noch im Kopf, vom Beruf Tischler. Hatte schon 14 Jahre dort gesessen. In der Akte war nichts zu finden, warum, ob es überhaupt einen Grund gab. Der war kein Nazi, der hatte im Krieg keine Kriegsvergangenheit, nichts. Der war einfach ein armer Kerl, der in den Wirren der Nachkriegszeit untergegangen ist. Das war unglaublich beeindruckend, als wir uns dann geeinigt hatten und eines Tages sagte, der Stange kam und sagte, also der wird jetzt morgen freigelassen. Und dann hat sich abgespielt, das muss man sich mal vorstellen. Dann das Stange und Vogel, nein, Vogel bei dem ersten allein in die Strafvollzugsanstalt. Der arme Kerl, der natürlich von nichts wusste, aus seiner Zelle geholt, der kriegt den Befehl ab zum Direktor. Der Direktor schickte ihn in die Kleiderkammer, da kriegte er seine ollen Klamotten und wurde wieder zu dem Gefängnisdirektor geführt. Und der erklärte ihm ohne jede Umschweife, Sie sind jetzt begnadigt, Sie können gehen. Hier neben mir steht ein Herr, dem haben Sie zuvor gehen, der bringt Sie weg. Und das war der Vogel, der neben ihm stand.
Können Sie sich vorstellen, was dieser arme Kerl, was dem durch, ohne jede Begründung, ohne jedes weitere Wort. Und der Vogel nahm den unter den Arm und im Gefängnishof stand der Wagen vom Vogel, der fuhr damals schon einen dicken Mercedes. Und da kann man sich vorstellen, was der arme Häftling durch den Kopf gegangen ist, dass der die Welt nicht mehr verstand, war klar. Und Vogel hat ihn dann zum Bahnhof Friedrichstraße gebracht und dort an den Stange übergeben. Das war natürlich alles abgekartet mit dem Staatssicherheitsdienst dort oben. Und Stange hat ihn mit in die Rechtsschutzstelle genommen. Die Rechtsschutzstelle hat ihr Büro in Charlottenburg, da in der Nähe der U-Landstraße. Und ich habe mit Absicht ihn nicht empfangen, weil ich dachte, aus vielen Gründen, es ist besser. Ich bin erstens auch als Beamter der Bundesregierung aus politischen Gründen nicht dabei und zweitens wollte ich auch das Emotionale, soweit es geht, doch zurückdrängen. Also die Anwälte haben mir nur erzählt, er ist dann in das Anwaltsbüro gekommen und die hatten so große Fenster, aus denen man blicken konnte, haben wir also ungläubig geguckt. Da hat er eine Tasse Kaffee gekriegt, die erste seit Jahren. Und dann hat er kapiert, dass er nun wirklich im Westen ist. Und dann sagte mir Stange, dann verzog sich sein Gesicht. Dann hat er nur noch einen Satz herausgepresst und der war, dass einer an mich gedacht hat. Und dann ist er zusammengebrochen, verständlicherweise. Ich hatte damit gerechnet und wir hatten also vorsorglich auch einen Mediziner bestellt für den Fall, aber es ging dann sehr gut. Das werde ich nie vergessen. Es war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben, als mir dieses so berichtet wurde.